Mal schauen, Moment. Der Wald, der oben angrenzt. Okay, dann müsste ich dann natürlich hier noch ein bisschen was hinsetzen. Und hier könnte man den Weg dann... so... am Wald vorbeilaufen lassen. Und sozusagen hier hinten dann wieder was reinsetzen hier. Hier könnte man wieder Blumen hinsetzen. Und hier, ich weiß nicht, wie mache ich das hier? Hier oben könnte ich ja eventuell sogar die Veranda hin, was du von der Kette geredet hast. So hier hin und dann sieht man, hat man hier so einen Ausblick über das ganze Tal. Dann müsste allerdings hier wesentlich mehr Erde hin. Moment, das probiere ich mal aus gleich. Erde, Erde. So. Und hier kommt jetzt so, dass ich keinen Creeper hier hoch kann. Habe ich noch? Habe ich nicht. Okay. Da könnte man hier wirklich, hier hinten, gleich, da siehst du auch gleich dieses Haus hier so noch mit. Könnte man sich wirklich so eine Veranda hinbasteln und sich dann hinsetzen. Ach ja, schön. Das ist schön. Okay, gut. Das hier fliegt aber weg. Das ist komisch. Das sieht komisch aus. So. Und da kann ich noch Steine hinbasteln. Blup. Entschuldigung, keine Spinnen geduldet hier. Wird Rigaros abgeschlachtet. Und hier kann ich noch, blups, nur noch 20 Steine insgesamt machen. Sieht echt geil aus, wie diese, dieses Noble von dem Stein hat irgendwie was. Jetzt hier auf der Blumenveranda. Das gefällt mir sehr. Mich reizt deine noble Gestalt. Nee, wie das mal? Mich reizt deine schöne Gestalt, noble Gestalt. Dann, das war übrigens aus dem Erlenkönig, wie er jetzt sich jetzt gewundert hat. So, hier kann man dann runtergehen. Ins Tal. Sehr schön, wunderschön. Dann kann hier, kommen hier so zwei Gatter hin. Kann ich ja schnell mal machen. Moment. So, plupf. Plupf vor allen Dingen. So. Na komm, eins machen wir noch. So, sechs Gatter. Und der Rest wird zu Stöckern gemacht. Und fliegt hier hin. Plupf. Dann haben wir uns ein paar Zäune und ein paar Tore gemacht. So, die ersten Tore kommen dann natürlich. Ach, das geht nicht. Ich dachte, ich kann jetzt einfach hier anhängen, so. Moment. Ah, jetzt geht's, okay. Sehr schön. Ja, das ist dann hier das erste Gatter. Und jetzt kann ich hier oben zu dem Wald zu Ende machen. Und hier würde ich dann sogar... Moment. Erde habe ich natürlich jetzt keine mehr dabei. Moment, ich hole mir ganz kurz ein bisschen Erde. Wenn wir hier oben schon mal abgrenzen, keine Erde, wenn wir hier oben schon mal abgrenzen, bis wohin unsere Plantage dann jetzt gehen soll,
So viele 1000 Blumen sind es jetzt auch nicht, dass wir da ein riesen Plantagen Ding draus machen müssen. Bam, bam, bam. Moment, weg damit. Dafür das da. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Dafür das da. Das da und das da. Oh, das hat's aber gelackt gerade. So. Jetzt müssen wir schauen. Also. Es geht hier hoch. Genau wie hier. Dann muss natürlich irgendwie jetzt das Haus angeschlossen werden an diese Höhe. Wie genau ich das mache, weiß ich gar nicht. Ich probiere es ganz einfach mal so. Ich könnte auch ganz einfach, Moment, sagen, so. Ich gebe nämlich das hier. Oh. Hui. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme abbrechen. Puh. Und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Nevergast. Sorry, dass ich gerade so abgebrochen habe. Ich war jetzt ungefähr eine halbe Stunde jetzt vergangen. Mir wurde mit einmal gerade so schlecht. Ich musste echt sprinten gerade. Ist zwar nichts passiert, aber ich weiß, mir wurde... Boah, ich weiß nicht. Das war gerade so... Boah. Aber lass uns nicht beirren. Ich glaube, den Creeper erstmal weg hier. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Ernsthaft? Das wisst ihr... Kommst wieder, willst weiterbauen, bumm. Ja, warum nicht? Mach nicht, mach einfach weiter. Ist schon okay. Passt schon. Ich baue ja hier nur aus Langeweile. Ich meine, ich ist ja nicht so, dass ich mir irgendwie hier Mühe geben würde und hier was erreichen wollen würde. Nein, komm ruhig vorbei und spreng mir alles wieder in die Luft, was ich gerade aufgebaut habe. Stehe ich total drauf, mein Guter. Stehe ich total drauf. So. Das habe ich natürlich nicht aufgefangen. Ah, hat er mir bis hier hinter alles weggerissen. Oh. Einmal ins Gesicht treten möchtest du solchen Menschen. Ins Gesicht treten. Ach, das ist ein Creeper, ne? Hm, dann halt nicht. So, rein da. Gut, dass er nicht auf dem Blumenfeld explodiert, sonst das wäre richtig böse. Wenn er meine Blumen kaputt machen würde. Hätte ich mal nicht gesagt, ich will gleich, kommt einer. Bumm. Oh, naja, ne? Ich gucke mal, ob ich irgendwo eine Hexe sehe. Aber eher nicht so. So, wie mache ich das hier jetzt? Ich würde sagen, hier unten platziere ich dann Bäume, dass man das hier gar nicht so sieht hier. Dann kann ich nämlich auch diese tiefen Furchen hier machen, ohne dass das jemanden größer auffällt. Sogar sagen, dass wir im Moment. Ich würde sogar sagen, dass das nur bis hierher geht. So, das hasse ich an Gras. Und dann machen wir das hier so. Genau so habe ich mir das gedacht. Und dann geht das dann hier hinten einfach rum. Moment, ich mache mal das ganze Gras hier weg. Das haben wir früher alles gesetzt. Das war ja alles mal keine Wiese hier. Das haben wir alles mit Knochenmehl gemacht gehabt. Das weiß ich noch. Ja, aber den Knochenmehl haben. Ja. Ich und mein Knochenmehl waren.
Es ist mir jetzt eigentlich sehr ungünstig, dass ich jetzt, dass mir jetzt gerade so ein bisschen schwummrig geht, aber ich brauche heute viele Folgen, deswegen kann ich gar nicht einfach zocken. Ich hoffe nur, es stockt mich da nicht aus. Bam 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 bam. So. Würde ich jetzt noch hier rumgehen lassen, so. Und wie ich das hier mache, weiß ich noch gar nicht. Vielleicht lasse ich das hier auch einfach mit dem erhöhten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich... hier hinten jetzt Bäume platzieren. Ich hole mal ein paar Bäume aus der Dings hier. Aus der Kiste. Huch, Kiste. 10. Das reicht aber noch nicht. 10. Habe ich da so wenig Bäume hier liegen? Habe ich überhaupt irgendwas? So. Ist der ein Baum, da darf ich nicht so nah angehen. So, dann Knochenmehl. Achso, es geht. Ah, es geht jetzt auch. Stimmt ja, das geht. Ah. Das ist natürlich geil. Ach, man kriegt jetzt also doch alle Blumen. Oh, das ist ja geil. Guckt euch das mal an hier. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Ekstase. Ekstase, oh mein Gott. Oh mein Ohr. Alter, ist das geil. Das ist ja richtig. Oh, das. Oh, wie mich das gerade freut, ey. Das geht ja gar nicht. Das heißt, wir haben gar keine Blumenprobleme. So, und jetzt machen wir hier. Gehen wir den ersten Baum noch ein bisschen Wachstumsschub und schauen, ob ich noch was habe. Ein Knochenmehl. Wie mich das gerade freut. Habe ich noch ein bisschen Knochenmehl? Habe ich noch Knochen hier drin? Nee. Oh, Knochen. Flupp. Wie mich das gerade freut. Yay. Wunderschön. Okay, dann helfen wir mal den Bäumen hier aus. Okay, weiß ich nichts. Der wächst. Der wächst. Huch, der wächst. Der nicht so. Jetzt wächst er. So, und das hier ist der Einbaum. Um den machen wir dann mal... Moment. Und den hätte ich gern so eine Art Markierung, dass jeder weiß, dass das der Einbaum ist. Ist ja nicht schlimm, wenn da ein Zaun draufsteht auf der Markierung. So, nehme ich das. So, das ist der Einbaum. Wunderschön. Da könnte ich ja noch einen Weg abspalten lassen, dann hier so, zum Einbaum. Das ist dann hier vielleicht doch ein bisschen viel. Aber hier kann ich noch was hinpacken. Und hier. Oh, ist das geil. Das gefällt mir richtig gut gerade. Und hier haben wir jetzt einen Weg und von hier aus sieht man jetzt kaum noch...